Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Sports. Ja, die letzte Episode, Freunde. Ihr habt ja sowas von reagiert auf diese Episode. Das war ja nicht mehr feierlich und dementsprechend heute ein bisschen anderer Ansatz. Ich werde darauf leider noch mal ein bisschen genauer eingehen, weil ganz okay fand ich das nicht, was ihr da teilweise abgezogen habt. Aber nichtsdestotrotz gibt es heute die nächste Folge. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaffen wir 400 Likes auf diese Episode. Komm, haut mal wieder richtig rein. Haut mal richtig raus. Ich habe richtig Bock darauf, dass hier auf dem Kanal wieder ein bisschen was passiert und dafür brauche ich eure Unterstützung. Das heißt, haut den Like raus. So, und selbst wenn ihr nur einer seid, das macht nicht, haut ihn trotzdem raus. Und ich natürlich bettle ich nach Likes, ja, weil ich keine bekomme. Und das ist lächerlich bei meiner Arbeit. Deswegen haut ein Like raus. Ihr habt die Power. Zeigt was davon. So, dazu in der Videobeschreibung. IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins, Hero Points, PSN, Microsoft Guthaben, gerade in der Weihnachtszeit jetzt. Vielleicht habt ihr Bock, irgendwas von dem Team of the Group Stage zu ziehen. Es lohnt sich momentan. Es gibt dazu schöne Prime-Icons. Deco und Pires beispielsweise. Übrigens, Prime-Icons sind die besten Icons. Ja, die haben ja verschiedene Ratings. Dementsprechend, das wurde gefragt in einem der letzten Videos. Checkt das einfach mal aus, würde mich freuen. Social Media Links, Instagram, Twitter, auch da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich hab so viele Follower verloren dieses Jahr, liegt ganz einfach daran, ich werde uninteressant. Ich werde irrelevant, aber meine Videos werden besser, glaubt mir, und sie werden auch jetzt besser und deswegen lohnt es sich, dran zu bleiben. Abonnieren könnt ihr auch kostenlos, alles kostenlos, abgesehen von IT-Ball, aber trotzdem könnt ihr das gerne auschecken. So, wir machen Jumbo Premium Goldset auf und ihr habt euch beschwert, Max. Du kannst doch nicht so schlechte Spiele einbauen, das ist langweilig, das ist blöd, du bist ein Otto, wir kriegen Non-Rare. Das ist echt traurig in so einem 15K-Set Westergaard und ich verstehe das, ja. Einerseits kann, denke ich mir, ja, was willst du aus solchen Spielern machen, ja. Die hatten scheiß Vereine, die hatten scheiß Ligen, wir nehmen übrigens Shawcross und Westergaard und den Rest nehmen wir auch mit, weil warum nicht, Sakai unter anderem, der mittlerweile Gold ist, was für ein Witz. Gonzalez wurde übrigens gestern auf The Zone als Puerto Ricaner bezeichnet, auch sehr lustig. Ihr habt gesagt, Max, das kannst du nicht machen, das ist langweilig, das ist blöd, das ist kacke und so weiter und so fort. Und okay, okay, ich verstehe den Ansatz. So, aber was willst du aus solchen Spielern machen? Und es wäre halt unverhältnismäßig gewesen, so ein James da reinzubauen. So, das ist halt einfach so. Im Vergleich zum Rest des Teams. Hätte, glaube ich, auch nicht viel geholfen, weil meine spielerischen Qualitäten momentan auch kompletter Rand sind. Aber ich verstehe es. Ihr wollt bessere Spieler, ihr bekommt bessere Spieler. So, jetzt habt ihr das nämlich. Westergaard in die Innenverteidigung, Shawcross auf die andere Seite. 7 Minuten Zeit, wie immer. Ich bin gespannt, was wir daraus bauen können. Und glaubt mir, jetzt geht aber richtig los. Jetzt, ich hab verstanden, dass ihr was Teureres sehen wollt. Ich habe verstanden, dass irgendwie auf die Qualität der Squads ankommt oder auf Neulings Wasted oder sowas. Oder darauf, dass ihr mal Spieler seht, die ihr nicht sehen oder die ihr nicht oft seht, sondern darauf, dass ihr geile Spieler seht und geile Squads. Kann ich ja verstehen. Ist ja in Ordnung. Deswegen machen wir das jetzt. Ist ja nicht jeder so wie ich. 7 Minuten Zeit, 3, 2, 1 und los geht's. Zack. So, Shawcross und Westergaard. Was habe ich mir eigentlich gerade... Was? Egal. So, im Tor haben wir nur eine Gelegenheit und das ist Kaspar Schmeichel. Gibt leider keinen anderen Weg. Ein Engländer in der Bundesliga gibt es nicht und ich könnte auch eine Legende nehmen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen sehr unverhältnismäßig. So, deswegen Kaspar Schmeichel in den Kasten. Jetzt brauchen wir natürlich entweder einen Linksverteidiger von Stoke oder einen Rechtsverteidiger von Stoke oder einen zentralen Mittelfeldspieler von Stoke City. Das wird, denke ich mal, nicht so schwer. Peters nur auf der anderen Seite. Johnson ist aber auch... Ah, okay, wir nehmen zentralen Mittelfeldspieler von Stoke City. Imbula spielt er auch nicht mehr. Wer spielt denn eigentlich noch so? Arnautovic ist auch weg. Der Verein ist echt kacke geworden, ne? Dafür steht aber gar nicht so schlecht da. Cameron, das ist doch alles nix hier. Affelei. Okay, wir nehmen Affelei. Das ist in Ordnung. Ja, nehmen wir hier ins Mittelfeld. So, Rechtsverteidiger. Wir brauchen einen von Borussia Mönchengladbach. Wir können das natürlich auch anders regeln jetzt hier theoretisch, aber ich will das nicht anders regeln. Rechtsverteidiger Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Zack, Korb ist nicht mehr da. Wer ist denn überhaupt noch da? Ich, keine Ahnung. Janschke. Okay, Wendt. Wendt auf der anderen Seite. Das wäre auch in Ordnung, kann ich auch mitleben oder könnte ich eher mitleben. Gut, dann switchen wir das einmal rum. Hier ist ja auch egal, wo Affelei steht im Endeffekt. Und wir brauchen einen Mittelfeldspieler aus Dänemark. Dänemark. So, interessante Spieler gibt es da. Was? Was ist okay? Delaney hätte man auch nehmen können, aber was ist in Ordnung? Jetzt brauchen wir einen niederländischen Mittelfeldspieler. Oder, warte mal, wir können hier Sisto, bitte, lass Sisto einfach mal linker Flügel sein. Das wäre so schön. Ist er, aber warum ist der... Das verstehe ich nicht. Andere Geschichte. So, wir brauchen jetzt... Das geht schon mal so gar nicht auf. Wie machen wir das jetzt? Perfect Link. Aber dann halt Affelei. Das ist... Passt alles nicht. Gut, Sisto können wir vergessen. Habt euch wieder durchgesetzt, ja? Ihr wolltet im Endeffekt, ich weiß ganz genau, ihr wolltet sowieso keinen Silberspieler drin haben, auch wenn der krass ist. So, Liga Santander Mittelfeld. Haben wir in der Liga Santander irgendwas Niederländisches? Ansonsten müssen wir echt mal überlegen, wie ich das hier mache. Sillison, Wahnsinn. Wie mache ich das zu einem Norlings Wasted Team? Das
wird wirklich nicht einfach. Wir haben erstmal ein zentrales Mittelfeld. Gucken wir mal, was bei Celta Vigo so rumläuft im zentralen Mittelfeld. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Guck mal, soll ich auch auf Celta Vigo gehen dann? Zack. Was? Hernandez, Radoja und Hulsalgeir. Dazu haben wir noch ein zentral offensives Mittelfeld natürlich. Da haben wir Josabet und wir haben ein zentral defensives Mittelfeld Molina. Gut, das heißt, wir nehmen mal Hernandez. Aber das ist eigentlich auch nicht optimal, weil wir brauchen jetzt einen rechten Flügelspieler und zwar aus Chile. Und das ist nicht so einfach. Oder haben wir. Warte, wir brauchen mal. Guck mal kurz nach. Was denn der Kollege oder wo der Kollege Orellana spielt. Also Sanchez natürlich auch interessant, aber das kriegen wir leider Gottes nicht hin. So, Puch haben wir hier, Isla, anscheinend ist der nicht mehr im Spiel, wa? Schade. Linker Flügel, aber das ist halt alles auch in der doofen Liga, Bornos. Okay, so funktioniert es nicht. Im englischen Zentralmittelfeldspieler haben wir halt aber auch nicht. Was haben wir denn für chilenische rechte Flügelspieler? Haben wir da irgendwas? Nein, haben wir chilenische rechte Mittelfeldspieler. Ja, Puch, aber falsche Liga. Schlechte Liga. Was haben wir denn in der La Liga? Okay, das ist noch eine Möglichkeit auf jeden Fall. Wir brauchen La Liga. Wir brauchen La Liga. Wir brauchen La Liga rechten Flügelspieler. Was gibt es in der La Liga für rechte Flügelspieler? Gareth Bale beispielsweise. Dazu Vela, Vasquez, Williams. Rechtes Mittelfeld. Sarabia, Dembele, Alcácer. Gut, Stoke. Zeig mir jetzt mal Liebe, bitte. Zeig mir jetzt mal irgendjemanden hier, den ich benutzen kann, den ich einbauen kann. Okay, das würde mit Dembele funktionieren. Das würde mit gar keinem funktionieren. Das würde mit auch gar keinem funktionieren. Stoke ist also richtig beschissen. Senegal, das bringt mir alles gar nichts. Gut, dann wird's der Franzose und dann wird's Dembele. Na gut, okay. Warum? Ey, das... Ihr wisst, dass ich mich selber gerade dafür hasse. Ihr wisst, dass ich mich da selber gerade absolut für hasse. Wirklich hasse. Übertreibe ich nicht. Ganz unangenehme Situation hier gerade für jemanden, der normalerweise sparsam ist. Und gerade bei 7 Minutes kurz, weil er den Spiel noch einmal spielt für ein paar Minuten und dann den Verlust macht mit den Coins. Durch die EA-Tags. Echt beschissene linke Flügelspieler nur, ne? Gut, wir sind fertig. Minute 11 vor dem Ende. Beschwer sich nochmal einer, dass ich läppsche Spieler nehme. Ich kauf die da mal eben. Ich möchte einmal kurz sagen, diese Tagesbelohnungen sind so lächerlich. Das ist so bescheuert. Mein Gott. Haut da richtige Challenges hin, aber dann haut da auch richtige Belohnungen. Ich kaufe einen Verteidiger dafür ein Bronzeset, mein Gott. Oder Squad-Battler. Oh, Vertragssituation jeden Tag oder irgendwas mit Fitness. Das ist einfach langweilig. Es tut so weh. Es tut so weh. Immer noch einen günstigen bekommen. Wahrscheinlich gibt's. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Ah, okay. So sieht das Team im Endeffekt aus. Gareth Bale, Gamairo und Deulofeu bilden unsere Prime-Offensive. Dann haben wir Joe Allen, Aurier, wir haben Shawcross, wir haben Westergaard, Schmeichel, Wendt, wir haben Was und Hernandez. Was übrigens ein krasser Mittelfeldspieler grundsätzlich von den Werten her, das sieht gut aus. Dazu Hernandez ist auch nicht so schlecht. Allen, oh. Shawcross, Westergaard, Pace Humber, Schmeichel ist auch in Ordnung, Aurier geht auch, Wendt. Und Allen sind hier wirklich so die ich sage, pff. Ich meine, gut, Hernandez ist auch nicht krass, aber der hat Force Skills 1,85 groß. Ist eher ein 10er als ein 6er, aber ist, oder ein 8er, ist aber okay. Diego Simeone, dazu Gamairo, das kann doch funktionieren. Ich suche mal einen Gegner. Gegner ist gefunden, Gegner wird angeguckt, ja. Da kauft man sich Bale und man spielt gegen sowas. Ich liebe mein Leben.
Bester Gott. Gegen Rui Costa, der normalerweise mein absoluter Nemesis ist. Ich hasse den Kerl. Gegen mich rastet der immer aus. Ich habe zwar den Satz falsch angefangen. Das muss man natürlich auch erstmal schaffen. Bale gerade mit einem super Laufweg grundsätzlich. Also schön nach vorne, gut offensiv, aber leider Gottes nirgendwo hin, wo ich ihn irgendwie anspielen könnte. Der ist bisher noch gar nicht im Spiel, leider. Jetzt aber. Erster Abschluss zumindest mal. Sehr, sehr gut. Fabianski ist aber auf dem Po- Warum auch immer Fabianski im Kasten. Ich verstehe es nicht. So ein Team und dann Fabianski im Tor. Aber vielleicht war es auch eine Challenge oder so. Wieder Bale am Ball. Warum nicht mit rechts? Ich meine, du hast doch einen rechten, auch wenn er nicht so gut ist. Jetzt wird es natürlich ganz, ganz schwierig. Geht er vorbei? Der geht vorbei, Gott sei Dank. Ja, aber wenn er Doppelpässe spielt und halt irgendwie zwischen meine Verteidiger kommt, dann sehe ich ganz, ganz alt aus, weil Vestergaard und Shawcross halt einfach nicht mal im Ansatz das Tempo haben, um irgendwie mitzuhalten. Ich habe ja übrigens eine relativ innige Beziehung zu Gareth Bale. Den habe ich ja, ich weiß gar nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, habe ich den ja gezogen und so gut wie in jedes einzelne Team eingebaut. Aber mittlerweile habe ich so ein bisschen meinen Draht zu Bale verloren und er macht auch nicht unbedingt vieles, um das irgendwie besser zu machen, weil das war ein richtig dämlicher Ballverlust. Ich weiß nicht, ich finde in der Realität nicht mehr so krass. Aber das liegt natürlich auch daran, dass er dauernd verletzt ist. Ja, genauso ein Dauerpatient wie Reus, den ich ja auch nicht mehr so krass finde. Nichtsdestotrotz hat er natürlich Qualitäten, er muss auch nur hier zeigen. Was leider im Abseits trifft, aber das Tor sowieso nicht. Auf der anderen Seite gab es genauso eine Situation gerade, da hat aber mein Gegner eigentlich das Tor gemacht, nur war es halt Abseits. Es ist bisher ein bisschen traurig, weil ich wirklich, wie gesagt, ich kriege Bale überhaupt nicht eingesetzt. Ich glaube, ich werde mal zur Halbzeit die Formation ändern bei 4-3-2-1. Auch wenn ich dummerweise jetzt die für mein B-Team bzw. mein Legend-Team gewählt habe, was ihr ja im letzten Video gesehen habt von Ultimate Team. Auch wenn ich die dafür gewählt habe, ist das nicht meine Formation. Und warum gibt es da jetzt Freistoß? Joe Allen! Oh, ich dachte, er ist drin. Weiterhin von Bale nichts. Ich muss mal wirklich umstellen, dass der hier Stürmer ist und keine Ahnung, wer auf der 10 anspielt. 4-3-1-2. Deulofeo auf der 10, ich glaube schon. Aber Bale muss im Sturm. Das geht nicht anders. Oh, das ist eine geile Flanke gewesen, aber Deulofeo ist halt kein Kopfballspieler. Auch wenn man den trotzdem zumindest aufs Tor bringen kann. Trotzdem sehr schön mit dem Außenriss. Wie die Vorlage auf Majoral nach seiner Einwechslung im Pokal letztens gegen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ah, wieder der Flankenversuch, diesmal aber abgewehrt. Hernandez, kannst du Longshots? Kannst du Longshots? Naja. Es wird besser, aber also ganz ehrlich, andere Spieler sind aus der Position nochmal gefährlicher, auch mit Finessis. Also ich mache diese Finessis nicht, weil ich glaube, dass Bale die kann, sondern weil die mit anderen Spielern funktionieren. Beispielsweise, ja gut, halt von der anderen Seite, aber mit einem Ibrahimovic oder mit einem Balotelli funktionieren die. Bale will irgendwie nicht so wirklich und das sieht ganz, ganz gefährlich aus. Aber meine Defensive, auch wenn sie Shawcross, warum steht ja niemand auf dem 4-3-2-1? Auch wenn sie Shawcross und hier Matthias beherbergt, steht. Ich hab das so umgestellt. Und jetzt ist Bale da und jetzt macht Bale. Es ist nicht mal seine Szene. Es war nicht mal er, der irgendwas Großartiges damit zu tun hatte. Der Schuss aus der komplett ungefährlichen Situation grundsätzlich kommt von Gamairo. Und dann macht er den Nachsetzer oder den Nachschuss macht er dann rein. Danke, Gareth. War stark von Vestergaard, hat er seine Größe ausgespielt. Ich glaube, ansonsten wäre das sehr gefährlich geworden. Ein langer Ball auf Bale, der kommt auch an. Die dumme Sache ist nur, es ist keiner in der Mitte. Jetzt aber im zweiten Pfosten, da steht nämlich... Alter Schwede, Junge, das kann doch nicht dein scheiß Ernst sein. Das Ding von Deulofeo war ja schon krass, aber den kannst du entweder mit dem Kopf nehmen oder machst mit dem Fuß halt eben rein. Der geht nicht mal aufs Tor. Wie kann man aus 5 Metern das Ding am Tor vorbei... Nee, wirklich nicht. Also beim besten Willen. Die Szene muss ich einfach auch reinnehmen, wie Vestergaard da alles, was er hatte, im Körper reingesteckt hat, um irgendwie noch hinterherzukommen. Und dann tatsächlich es irgendwie geschafft hat, sonst hätte ich auch gegrätscht, hätte die rote Karte in Kauf genommen. Jetzt Allen, oh, der nimmt auch alles, was er hat, da rein, aber der ist natürlich ein bisschen langsamer als Young beispielsweise. So, bei Bale steht da, oder Gamairo.
wie groß müssen unsere Chancen bitte sein? Das ist nicht De Gea. Das ist Fabianski. Und du schießt ihn direkt auf die Brust. Oh, Westergaard mit der Ecke. Das ist auch ambitioniert auf jeden Fall. Aber. Na gut, dann halt so. Dankeschön. Das war jetzt nicht mein Problem. 90. Minute, Entscheidung. Gamairo macht das Tor. Und Gareth Bale feiert mit ihm. Besten Dank. Gut, im Endeffekt gewinnen wir dieses Spiel mit 2:0 und ich muss sagen, das Team hat mir doch relativ stark gefallen. Heute gibt es auch wieder, beim letzten Mal hat sich das nicht gelohnt, das Benchmarking. Ich gebe diesem Team auch eine recht starke Bewertung. Wie gesagt, Westergaard und Chalkers haben sich extrem stark gemacht, keine Frage, sind aber nicht so großartig. Allen war okay. Also eine 8,5 von 10 würde ich dem Team auf jeden Fall geben. Ist auch nicht meine Formation gewesen, aber nichtsdestotrotz, 8,5 von 10 geht da raus. Beste Grüße auf jeden Fall an die 4-3-2-1-Formation, die wieder nicht funktioniert hat für mich, aber ja, war auf jeden Fall ordentlich, auch das Spiel im Endeffekt, denke ich mal, verdient gewonnen, das sieht man hier, das war eine ordentliche Vorstellung gegen dieses Gegnerteam vor allem, da fragt man sich, warum es in der Weekend League bei mir nie läuft, vor allem nicht gegen Rui Costa. Naja, das war's von dieser Episode des 7 Minutes Quads, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.